Wir sind wieder auf der Suche nach der verschollenen Tramperin. Tramperin. Und jetzt spielen wir Klavier. Oder jemand anders spielt Klavier. Und da ist ganz schön viel Gedöns drin. Also im Großen und Ganzen kann man hier alles anklicken. Das Klavier kann ja nicht funktionieren, wenn das hier so einen Lärm macht. So, wir haben jetzt einen Hut. Er ist zu staubig, man kann nicht darauf spielen. Ah, sauber machen muss ich es auch noch. Okay. Diese Puppe ist komplett ausgestattet. Ah, jetzt sind wir wieder hier. So, was müssen wir wohl mit dem Fotofragment tun? Jetzt blinkt hier die Tür. Heißt es, wir müssen hier rein? Aber was gibt's hier zu tun, außer an den Safe zu gehen, für den wir keinen Code haben? Jetzt blinkt die Tür wieder. Hier kommen wir nicht weiter. Hier fehlt uns noch ein Auge. Ich weiß, wo das ist. Ah, hier können wir wieder wimmeln. Gut. Ein Teddybär in der Teekanne, natürlich. Pizzaschneider. Na klar, so ein Dorf wie bei den Amish, aber es gibt einen Pizzaschneider. So, da ist das Radio. Wir brauchen einen Brief, eine Rohrzange und einen Hahn. Da. Und die Dose müssen wir natürlich erstmal aufmachen, damit es eine offene Dose ist. Och, diese Fleischklopfer, so einen hatte meine Mutter auch. Erbstück von meiner Uroma. Der netten, nicht der doofen. Bügelein. Da ist die Brille. Jetzt fehlt nur noch ein Brief. Das kann nicht so schwer sein. Und vielleicht steht in dem Brief ja ein Code. Handtuch? Ah, fürs Klavier. Der Lappen muss nass sein. Ja, meine Güte. Ist es gut, mit nassem, also mit Wasser in einem Klavier herumzufeudeln? Ich weiß ja nicht. Ich würde ja sagen, das ist eher schlecht für das Klavier. Oh. So, was ist jetzt passiert? Thank you.
Das Notenheft hat sich verändert. Ich kann mit dem Klavier nichts mehr machen. Wir brauchen immer noch einen Rock. Für die Christie-Puppe. Ach ja, ich mag Klaviermusik. 629. Schatz, denke daran, deine schöne Halskette zu tragen, wenn Dr. Thomas zum Essen kommt. Sie ist in meinem Tresor hinter den Büchern. Ist es nicht die Mondscheinsonate? Ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, einfach mal alles durchgehen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ja, es sind 99 Kombinationen. Aber es geht doch schnell, oder? Na, mehr als die Hälfte haben wir schon rum. Ja, wir haben alles durch und es funktioniert nicht. Das ist ja fies. Dieses Rätsel funktioniert nicht, weil ich die zweite Hälfte nicht gefunden habe. Das ist gemein. Genau, da ist die Puppe drin. Wir brauchen auch immer noch so einen Zinnsoldaten. Und ein Auge für die Puppe. Hier ist definitiv nichts. Hier auch nicht. Die Schubladen kann man nicht aufmachen. Hier ist auch nichts mehr. Ja, unschön. Oh. Da ist der Zinnsoldat. Der gibt uns einen Augapfel und die 75. Schade, ich dachte, da kommt jetzt so. So, wir haben jetzt Christies Kleid.
erstmal lösen wir oben. Oh, ich hätte jedes Mal den Hebel betätigen müssen. Aha, vielleicht lag's daran. Warum wird eine Kinderzeichnung in einem Tresor versteckt? Ist das etwa Ihre Zeichnung? Nein, das kann nicht sein. Zimmer 13, okay. Was fehlt denn da noch? Die hält was in der Hand. Ein Schirm oder sowas. Wo kriege ich den denn jetzt her? Also hier unten scheint wirklich gar nichts mehr zu sein. Nein, das Notenbuch! Sah auf dem kleinen Foto aus wie so eine Art Schirm. Na, egal. So. Thank you, you saved us. Oder sowas. Die beiden gehen jetzt aus. Wohin wohl? Schon wieder die Vision. Der Ausgang. Der Nebel hat sich gelichtet und ich kann die Straße sehen. Kann ich jetzt das Haus verlassen? Ja. Ich muss zu der alten Dame zurück und der Sache auf den Grund gehen. Hallo, gute Frau. Was zum Henker ist in diesem Ort los? Hey! Okay, was zum... Aber das Mädchen, sie war eindeutig echt. Ich muss sie vor diesem Wahnsinn retten, aber wo ist sie? Sie war in der Nervenheilanstalt. Das sieht aus wie das Krankenhaus. Ist sie krank? Ja, oder sie war natürlich körperlich krank. Es hing ja auch jemand am Tropf auf dem Foto. Und ja, die Frau ist sehr tot. Wie lange waren wir in diesem Haus? Dieses Wimmelbildspiel fängt an, mir extrem gut zu gefallen. Nennt man das bei euch eigentlich auch Nudelholz oder sagt ihr Teig oder Kuchenrolle dazu? Also wir sagen Kuchenrolle. Weil eigentlich machen wir damit keine Nudeln. Weil wer macht Nudeln heutzutage schon selber? Irgendwann will ich das auf jeden Fall auch mal machen, aber normalerweise nehme ich das gerade Weihnachten für Kekse oder wenn ich Blechkuchen mache oder sowas. Hier so Streuselkuchen oder sowas. Und die müsste ich auch mal wieder backen. So, Lupe. Und schon wieder ein Flachmann. Ja, willkommen im Club der anonymen Alkoholiker. Vielleicht war sie deswegen in der Klinik. Wir brauchen noch zwei chinesische Figuren. Erledigt. Schon wieder ein Honiglöffel. Kerze, Spiegel, Schlüssel, Blumentopf. So ein Terrakotta-Blumentopf? Das ist jedenfalls keiner. Ja, Terrakotta. Kerze. Spiegel. Also jetzt so mörderschwer ist es nicht. Ich habe bisher keinen Tipp gebraucht. Aber es ist schwerer als der letzte Dark Parables Teil. Und hier hätte Neko vielleicht auch etwas mehr zu tun gehabt. War nämlich ganz enttäuscht, dass man das hier in dem anderen kaum helfen konnte, weil das so leicht war, dass ich so ziemlich alles alleine gemacht habe. So, Flachmann. Da. So, wir haben jetzt ein... Schlüssel, der jetzt mit dem Foto sich zusammentut. Krankenhausschlüssel. Okay.
Hier. Nein, ach, das ist auch die Kirche, nicht das Krankenhaus. Hier geht's nicht weiter. Hoch. Kommen wir nicht aus diesem Haus? Nein. Ah, hier geht's auch noch weiter. Der Weg ist blockiert, okay. Mist, schon wieder kein Mensch zu sehen. Aber ich muss sie finden. Ja, und ich würde sagen, das Krankenhaus untersuchen wir beim nächsten Mal. Bis dahin.